Anfangen. Anfang heißt beginnen. Man kann ein neues Leben beginnen. Man kann mit Yoga anfangen. Man kann mit der Meditation anfangen. Man kann auch etwas zustande bringen. Anfangen, also etwas Neues. Wie anfangen mit Yoga? Willst du mit Yoga anfangen? Wie willst du das machen? Was ist die beste Weise, mit Yoga anzufangen? Die optimale Weise, mit Yoga anzufangen, wäre, einen Yogakurs zu besuchen. In einem Yogakurs lernst du systematisch, wie die Yogaübungen gehen. Du kannst zum Beispiel in einem Yoga-Vidya-Zentrum anfangen. Dort beginnt typischerweise jeden Monat ein Anfängerkurs. Und dort lernst du in 8 bis 10 Wochen die Grundlagen des Yoga. Du lernst die Anfangsentspannung, die Atemübungen, Entspannungstechniken für den Alltag, die Yogastellungen, die Asanas, die Tiefenentspannung. Und wenn du so bei einem festen Lehrer 8 bis 10 Wochen lang geübt hast, kannst du selbstständig Yoga üben oder regelmäßig Yogastunden mitmachen. Anfangen mit einem Yoga- und Meditation-Einführungswochenende. Bei Yoga Vidya gibt es auch Yoga- und Meditation-Einführungswochenenden. An diesen Wochenenden kannst du Yoga und Meditation in der Grundlage lernen. Es gibt noch im Jahr 2016 4 Yoga Vidya Ashrams an der Nordsee, im Allgäu und in Bad Meinberg, Teutoburger Wald. All diese haben jedes Wochenende ein Yoga und Meditation Einführungsseminar, wo du wunderbar mit Yoga anfangen kannst und auch mit Meditation anfangen kannst. Anfangen in einer Yoga-Ferienwoche. Eine sehr gute Alternative ist auch, 5 Tage lang in einen Yoga-Vidya-Ashram zu gehen, in die Yoga-Ferienwoche. Sehr viele Menschen fangen mit Yoga an in einer Ferienwoche mit Yoga. In einer Yoga-Ferienwoche gibt es jeden Morgen Yogastunden, nachmittags Yogastunden, es gibt Meditationen, es gibt Vorträge, es gibt für Anfänger und Fortgeschrittene unterschiedliche Vorträge, Workshops, Yogastunden, sodass du nach 5 Tagen einen guten Anfang im Yoga hattest. Auch wenn du selbst schon Yoga-Erfahrung hattest, aber du einen Freund, deine Freundin oder deine Partnerin oder einen Kollegen zum Yoga bringen willst, dann könnt ihr beide zusammen zu einem Wochenende kommen. In allen Yoga-Vidya-Ashrams gibt es immer ein Einführungswochenende und parallel dazu fortgeschrittenere Seminare. Und in einer Yoga-Ferienwoche sind auch separate Veranstaltungen für Anfänger und in Yoga-Vidya-geübten Menschen, also im Yoga-geübten. Das sind also einige Möglichkeiten, wie du in einer Gruppe anfangen kannst. Aber natürlich, du kannst auch Yoga anfangen, indem du die ersten Yoga-Übungen mit einem Buch übst oder indem du zum Beispiel den Yoga-Anfängerkurs als Video mitmachst. Auf den Yoga-Vidya-Seiten findest du einen 10-wöchigen Yoga-Anfängerkurs. Und gar nicht mal wenige Menschen haben mit Yoga angefangen, indem sie diesen 10-wöchigen kostenlosen Videokurs mitmachen. Informationen über alle Yoga-Vidya-Stadtzentren, über die bei Yoga-Vidya ausgebildeten Yogalehrer, über die Yoga-Vidya-Ashrams und auch den 10-wöchigen Yoga-Anfängerkurs auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.